Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sigmodell-Vorstellung. Und wie schon im letzten Video so ein bisschen versprochen, gibt es heute den Toyota Land Cruiser also quasi nur als Fahrzeugmodell. Und ich gehe mal ein bisschen näher vielleicht aufs Fahrzeug an sich ein. Nicht so wie im letzten Video, dass ich eher auf das Boot eingegangen bin, weil das so für mich mehr das Spezielle war. Und ja, dann würde ich sagen, können wir ja mal anfangen. Wir haben, wie gesagt, schon den Toyota Land Cruiser V8, wie quasi im letzten Video. Nur da hatten wir noch einen Anhänger dran. Wir haben hier 286 PS bei 3600 Drehungen. 4,5 Liter Hubraum. 210 km/h Top Speed. Naja, schon ganz ordentlich für so ein Riesending. Und 8 Zylinder, ja. V8 halt, ne? Dann fangen wir mal vorne an. Habe ich gefühlt, sieht ein bisschen anders aus sogar als der andere. Vielleicht ein bisschen älter, ich weiß jetzt gar nicht. Wir haben da auch hier Nummernschild, wir haben hier auf jeden Fall die Lampen. Sieht ganz schon riesig aus. Ich weiß nicht, sieht insgesamt kann das. Ich weiß nicht, gucken wir mal. Kühlergrill sieht ein bisschen verrutscht aus, ne? Natürlich jetzt nicht so nice. Aber der ist ein bisschen schräg, so wie ich die Sache sehe. Naja, egal. Toyota-Logo, und sonst ist auch vorne von vorne nicht mehr viel zu sehen. Wir haben hier eigentlich auch nichts weiter, außer die Windschutzscheibe, Dach und wir haben quasi noch ein Panoramadach, würde ich jetzt mal nennen. Wir haben ja irgendwie diese extrem großen Räder, weil das Fahrzeug irgendwie auch ziemlich groß ist. Wir haben aber auch dieselben Felgen. Weiß nicht, die Felgen sehen jetzt nicht so sehr besonders aus. Wir können natürlich hier und auch auf der anderen Seite die Tür aufmachen. Aber zum Interieur halt kann man jetzt nicht so viel mehr sagen, als ich beim letzten Mal schon gesagt habe. Sieht schon gut aus, wie immer halt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das wirklich auch aus dem Toyota ist oder ob das einfach so ein Interieur ist. So, das meine ich halt. Wir haben natürlich auch noch hier eine zweite Tür quasi auf beiden Seiten. Ja, und sonst ist eigentlich auch nicht viel von der Seite zu sehen, sag ich mal so. Das war's dann eigentlich auch schon. Wir haben zum einen wieder hier haben wir eine Chromleiste. Wow. Da haben wir das drunter das Nummernschild, darüber nochmal das Toyota-Logo, wenn man es erkennt. Und hier steht nochmal V8 hier rechts. Dann haben wir, ich weiß nicht, hier auch nochmal Reflektoren vielleicht. Hier Lampen, die eigentlich auch. Denke ich schon, auch vorne und hinten schon passend für den Toyota aussehen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Jetzt zwar nicht so 100% drin, aber scheint mir auf jeden Fall so, als könnten die schon dazu gehören. Und sonst ist hier tatsächlich auch nicht mehr viel zu kennen. Ich glaube, wir können noch mal kurz von unten gucken. Wir hatten hier noch mal, das ist ja auch schon auch alles. Hier ist Auspuff. Hier wäre dann noch ein Ersatzreserverad. Das war's eigentlich auch schon. Wir haben auf der anderen Seite eine, hier geht natürlich auch die Tür auf, hatte ich ja schon erwähnt. Und dann haben wir auch noch einen Tankdeckel. Mir fällt gerade auf, das Seitenschwelle ist auch ziemlich groß. Und dann ist um diese Fenster überall noch so ein bisschen schwarz. Auch hinten noch so ein bisschen. Ich weiß, oder? Ist es hier hinten auch so? Ne, hier hinten sieht es nur so aus. Hinten ist es nicht so. Aber wo man diese jetzt in den Scheiben und so mit den Scheibenwischern und hier im Innenspiegel, das sieht auch ziemlich gut aus. Und auch hier kann man gut durchs Fahrzeug gucken, deutlich besser als beim anderen. Was ich nur tatsächlich wundert, wenn ihr das hier sehen könnt, dass im Kofferraum einfach so eine gerade Ebene ist. Aber also quasi gefühlt kein Kofferraum, weil die Hälfte davon schon verbraucht ist. Ja, keine Ahnung. Also sonst farblich, naja, ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde es sieht schon stimmig aus, auch mit den Felgen und so. Ich denke, ist zwar jetzt nicht so mein Favorite-Modell, aber so insgesamt denke ich mal schon ganz gut umgesetzt. Ich sag jetzt vielleicht ein paar kleinere Sachen, die vielleicht, klar, so ein paar Fehler sind in so einer Produktion immer drin. Und was willst du, also man sieht schon auch im Video. Dass einfach der Kühlergrill hier ein Stück weiter nach unten geht als links. Aber man sieht ja sogar, dass da eine Lücke hier noch ist. Da oben. Aber ja, gibt schlimmere Sachen. Jedenfalls, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen.
Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal, also sei es zur Seko-Modellvorstellung oder sei es zu Gaming-Videos, könnt ihr gerne im Kanal ein Abo dalassen. Und dann bin ich raus und tschüss!